Herzlich willkommen, liebe Energieleben-Fans, zu unserem Profis am Wort Live-Interview. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Susanne Peter vom Kältetelefon der Caritas Wien sprechen dürfen. Vielen Dank, dass du heute da bist und unsere Fragen beantwortest. Fangen wir gleich an mit der Frage, was das Kältetelefon eigentlich ist. Also danke mal für die Einladung, dass ich da reden darf. Ja, was ist das Kältetelefon? Wir rufen Passanten, Passantinnen auf, wenn sie mit offenen Augen durch die Stadt gehen, dass sie uns Schlafplätze obdachloser Menschen melden, damit wir sie dann im Rahmen von unserer Streetwork aufsuchen können. Wir sind in ganz Wien unterwegs, die Passanten sind in ganz Wien unterwegs. Das heißt, es ist wichtig, dass wir dann die Meldungen bekommen. Was aber auch wichtig ist, wenn es jetzt denkt, der Notfall ist, dass man jetzt nicht beim Kältetelefon anruft, sondern wirklich die Rettung. Und wann ist das Kältetelefon gestartet? Also wie lange gibt es das schon? Das Kältetelefon hat 2012 begonnen, und zwar war das die Idee vom damaligen noch Pressesprecher, jetzigen Geschäftsführer der Caritas, Klaus Schwertner, der auf die Idee kam, da wir nicht durch ganz Wien jede Straße abfahren können, aber die Passanten dies tun, dass man doch aufruft, bitte teilt uns mit, wenn ihr jemanden seht. Und das Kältetelefon ist 24 Stunden besetzt. Vom 2. November bis Ende April. Und man kann jederzeit anrufen. Wir sind dann jeden Abend auf der Straße unterwegs. Heute ist jetzt gerade vor 10 Minuten ist ein Team tagsüber draußen, um diesen Anfragen nachzugehen. Also, ach, verzeihen bitte. Nein, passt. Und es ist uns auch total wichtig, trotz Corona, dass wir unsere Leute einfach finden. Es war schon die Sorge, dass weniger Anrufe sind. War auch so, bis Mitte November hatten wir wirklich um 300 Anrufe weniger. Und jetzt ist glücklicherweise doch so, dass Menschen anrufen und uns Schlafplätze nennen. Also, die Leitungen sind jetzt jeden Tag 24 Stunden geöffnet. Genau, wir haben 70 Freiwillige, die die Telefonate entgegennehmen. War jetzt auch trotz Corona das und trotz Lockdown, dass die Freiwilligen gesagt haben, nein, sie kommen ins Kontaktcenter, sie unterstützen uns weiterhin. Und das finde ich ja auch sehr toll in diesen Zeiten, dass es einfach diese Solidarität gibt, diesen Zusammenhalt, dass man schaut, dass geholfen werden kann. Und wie vielen Menschen kann eben dank dieser Solidarität und dank ihrer Arbeit jährlich geholfen werden? Also im Vorjahr hatten wir 5.100 Anrufe, was relativ, also weniger war es in den letzten Jahren, aber das ist auch dem Lockdown zuschulde zu kommen. Und natürlich, das war das Glück, dass das Wetter schöner war. Also wir haben ja fast ab März Sommer gehabt. Heuer haben wir bis jetzt, also in diesem Winter haben wir 1.700 Anfragen und zum Beispiel im letzten Jahr konnten wir 300 Personen in ein Notquartier bringen oder übers Kältetelefon auch vermitteln. Also es kann schon sehr, sehr viel geholfen werden und wir hatten auch über 1.000 Gespräche mit den Klienten und Klientinnen. Und jetzt ich als Privatperson, was kann ich tun, wenn ich den Schlafplatz einer obdachlosen Person entdecke? Also ganz wichtig, eben das Kältetelefon anzurufen. Wichtig ist zum Beispiel auch die Telefonnummer schon eingespeichert zu haben. Oder wäre sehr gut, weil dann braucht man einfach nur mehr die Nummer raussuchen und telefonieren. Für uns ist es ganz wichtig zu wissen, wo genau ist dieser Klient. Ja, also es ist ganz wichtig, weil die Kolleginnen ja dann am Abend oder am nächsten Tag vorbeikommen und für die Passanten ist es oft ganz klar, vor allem wenn es auf der Donauinsel ist, ja, der Baum rechts und dann geht man den nächsten Baum links.
Bei uns schaut das dann ganz anders aus, vor allem wenn wir nicht gleich vor Ort sind. Das heißt, es ist wichtig, wirklich genau beschrieben zu bekommen, vielleicht auch noch die Telefonnummer zu haben, wenn wir Rückfragen haben. Manchmal ist es auch so, dass wir dann anrufen und fragen, wir waren jetzt schon zweimal vor Ort, haben niemanden angetroffen, gehen Sie da wieder vorbei, können Sie uns wieder anrufen, wenn Sie den Klienten oder die Klientin wieder sehen. Also es ist ganz wichtig, dass man mit euch in Kontakt bleiben kann. Genau, uns ist es ganz wichtig, auch zum Beispiel, wenn das jetzt jemand ist, den man öfters antrifft, wenn man jetzt glaubt, okay, da hat sich die Situation verschlechtert, wäre es gut, uns wieder anzurufen. Wir gehen den Anrufen nach, aber wir zwingen niemanden, Angebote anzunehmen. Das heißt, es kann sein, dass wir vor Ort waren, dass wir Angebote machen, aber der Klient oder die Klientin sagt, nein, sie bleiben auf der Straße. Und da hatten wir vor Jahren einmal eine Klientin, die in einem Park im 21. Bezirk gelebt hat. Und die haben wir regelmäßig besucht. Und dann kam plötzlich ein Anruf, dass der Passant glaubt, dass es ihr schlechter geht, worauf wir dann in dieser Nacht noch hingefahren sind. Und im Grunde war das lebensrettend, weil die Frau hätte die Nacht im Freien nicht mehr überlebt. Und daher ist es wichtig und gut, einfach immer wieder anzurufen, auch wenn man glaubt, es passiert nichts, wir gehen diesen Anrufen nach. Echt toll. Also wir haben eben jetzt gesagt, dass eben der Ort ganz besonders wichtig ist und die Beschreibung ganz besonders wichtig ist. Und wenn ich dann eben bei euch angerufen habe, was genau, das klingt jetzt so, aber was genau macht ihr dann, also mit meinen Informationen? Also das, was manchmal auch lästig ist, wenn die Freiwilligen nachfragen, ist wirklich eine genaue Beschreibung von der Klientin oder dem Klienten. Wir hatten zum Beispiel mal in der Innenstadt zwei Damen, die vom Äußeren eher ähnlich waren, also ähnliches Alter, ähnliche Statur. Nur die eine hatte einen gepunkteten Regenschirm und die andere hatte einen einfärbigen Regenschirm. Also mit diesem genauen Nachfragen wussten wir dann, um wem es sich handelt. Es ist so, dass die Freiwilligen also die Anfragen entgegennehmen, in eine sogenannte Datenbank eingeben. Sozialarbeiter schauen dann, sortieren die Anfragen, vernetzen sich mit anderen Streetwork-Einrichtungen, wo auch jetzt von mir ein großes Danke an diese Streetwork-Einrichtungen ist, weil nur gemeinsam können wir helfen und unterstützen und das alles schaffen. Und am Abend gehen dann Sozialarbeiter diesen Anfragen nach. Das heißt, wir sind mit dem sogenannten Kältebus unterwegs. In diesem Bus haben wir alles an winterfesten Schlafsäcken mit, Isomatten mit, weil einfach die Kälte von unten kommt, die Nässe. Wir haben Winterkleidung mit, Hauben, Schal, Handschuhe. Wir führen auch seit neuestem Tee und Suppen mit. Also wir haben warmes Wasser, heißes Wasser mit, wo wir dann so diese Instant-Suppen warm machen können, weil es ganz wichtig ist, dass die Klienten mindestens einmal am Tag was Warmes auch zum Essen haben, gerade jetzt im Winter, wenn es so kalt ist. Das heißt, so das Wärmen von innen. Und wir haben aber auch das Angebot, dass wir die Klienten und Klientinnen, wenn sie wollen, mitnehmen in ein Notquartier. Jetzt, also mit der Streetwork. Also, wie genau funktioniert Streetwork? Also, können wir da noch ein paar Infos kriegen, bitte? Also es ist so, die Anfrage kommt immer jetzt rein, dort und dort ist wer. Wir fahren dann mit dem Auto hin. Schauen, wie können wir unterstützen, was braucht der Klient, die Klientin. Letztens sind die Kollegen an den Ort gekommen, haben dann den Klienten gefragt, wie geht es Ihnen, was brauchen Sie, worauf der Klient auf diese Worte, wie geht es Ihnen, zum Weinen angefangen hat.
dann seine Geschichte erzählt hat, wie er auf die Straße gekommen ist, wie es ihm jetzt geht. Und was wir auch oft tun, ist einfach da sein, zuhören, ernst nehmen. Und ich vermute, dass der Klient schon lange nicht mehr gehört hat, diese Frage, wie geht's Ihnen? Und der Klient wollte zwar kein Notquartier, aber wir werden in den nächsten Tagen wieder hinschauen, wieder fragen, brauchst du was, willst du was? Ja. Oder zum Beispiel hat gestern oder na, vorgestern hat die Polizei bei uns angerufen, dass sie einen Klienten auf der Straße gefunden haben, quasi, der total durchfroren war, schlechte Kleidung anhatte. Den haben sie dann auf die Wachstube mitgenommen und das Glück war, dass wir ziemlich in der Nähe waren gerade. Das heißt, wir sind dann auf die Wachstube gekommen. Der Klient war eingenäst, ist am Boden gelegen und hat geschlafen, wie wir dann gekommen sind. Und mit Hilfe der Polizei haben wir dann den Klienten quasi in unser Auto gebracht und dann in ein Notquartier bringen können. Das heißt, es ist immer sehr individuell, wie wir dann reagieren und wie die Klienten auch reagieren. Und dann, also bezüglich reagieren, wenn eben wieder eine Privatperson zum Beispiel einen Schlafplatz oder also von einer obdachlosen Person entdeckt, aber man kann sich es heute fast nicht mehr vorstellen, aber wenn dann doch irgendwie wenn man kein Handy dabei hat, was kann ich dann tun direkt vor Ort? Also das, was immer gut und wichtig ist, ist zum Beispiel zu fragen, brauchen Sie Hilfe, brauchen Sie Unterstützung, soll ich jemanden informieren? Wenn jetzt jemand wirklich die Rettung zum Beispiel braucht, wäre es vielleicht wichtig, dann jemand anderen anzuhalten und zu sagen, hey, können Sie die Rettung holen? Und wenn man sich den Ort merkt, kann man dann auch im Nachhinein uns anrufen. Oder uns zum Beispiel ein Mail schreiben und uns genau mitteilen, wo ist denn dieser Klient. Anrufen haben wir oft lieber, weil wir dann eben wirklich auch dies für uns die sogenannte Notfallsabklärung machen können. Wir hatten es heuer schon zum Beispiel bei 35 Anrufern, wo wir dann gesagt haben, das klingt für uns als Notfall, bitte holen Sie doch die Rettung. Wenn jetzt eine Person in einem komischen Zustand da liegt. Ich erinnere mich, vor Jahren gab es einen Klienten, der in einem Aufzug gelegen ist bei der Babenberg-Passage und Passanten sind drüber gestiegen und der ist eigentlich, also der ist dann verstorben. Also das sind so, wo wir dann halt gemeinsam schauen, ist das eine Position, wo man sich niederlegt oder kann das eher sein, dass der plötzlich niedergefallen ist und man die Rettung holen muss. Und ich Also. glaube, dass auch wichtig ist, auch zu Corona-Zeiten, dass man Menschen anspricht und fragt, brauchen Sie Unterstützung, können wir helfen? Mit Abstand und im Freien ist das eigentlich so kurz recht gut möglich. Dann, wenn man, also von Mai bis Oktober ist das Kältetelefon ja nicht offen. Also die Leitungen sind nicht offen. Jetzt würde ich aber zum Beispiel wie soll ich sagen, eine Person finden, die Hilfe benötigt, aber es wäre kein Notfall. Also an wen kann ich mich stattdessen wenden? Also es ist so, dass die Gruft auch im Sommer unterwegs ist. Das heißt, wenn man jetzt das Kältetelefon anruft, wenn man die Nummer eingespeichert hat, wird gesagt, bitte rufen Sie in der Gruft an. Und dann geht die Gruft diesen Anfragen nach. Die sind jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag unterwegs. Und eben, wir haben ja jetzt viel gehört von der tollen Arbeit, die ihr leistet. Jetzt wollte ich zum Abschluss auch noch fragen, worauf du bei deiner Arbeit besonders stolz bist. Also viele, viele, viele Punkte. Ich bin sehr stolz auf Spender und Spenderinnen, die das Gruft-Winterpaket unterstützen, die
uns zum Beispiel auch, wir haben zwei Boxen aufgestellt bei unserem Standort in der Heiligenstädter Straße 31, die uns da in diese Boxen Tee hineingeben, die Suppen, die wir dann ausgeben, Taschentücher brauchen wir dringend. Also wirklich ganz stolz auf die Solidarität der Menschen, die uns unterstützen. Ich bin stolz auf die Kolleginnen, die mich unterstützen. Tini? Entschuldigung. Hört man sie schon? Genau, also die Passanten, die hinschauen und nicht wegschauen, auf die Kolleginnen, die täglich draußen sind, die Klientinnen mitnehmen, die die Klientinnen duschen, die sie unterstützen. Ich bin froh, dass wir einfach den Klientinnen Sachspenden geben können von Schokolade. Daher auch, wir brauchen diese Sachen ganz dringend. Ja, ich bin einfach stolz, dass es dieses tolle Projekt gibt seit 2012. Und es ist in Wien hat es gestartet und jetzt gibt es fast ganz in ganz Österreich das Kältetelefon. Sehr toll. Also wie kann man euch am besten unterstützen? Also du hast gerade erzählt, dass Spenden erwünscht sind, also Sachspenden. Also das Gruft-Winterpaket, das ist ein winterfester Schlafsack und ein warmes Essen. Da würden wir um Spenden bitten, um Geldspenden, weil wir diese Schlafsäcke kaufen und diese Schlafsäcke bis zu minus 24 Grad aushalten. Und das kann wirklich ein Menschenleben retten, jetzt im Winter. Sachspenden kann man gern, also aber gezielt in der Heiligenstädter Straße 31 auch vorbeibringen. Da stehen eben zwei Boxen, weil wir nicht immer vor Ort sind und auch es besser ist, kontaktlos das herzugeben. Man kann diese Sachen in diese Boxen hineingeben. Wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung. Dann kaufen wir die Suppen oder die Taschentücher oder Schokolade, die wir sehr gerne einfach hergeben. Und Unterstützung ist einfach das Kältetelefon anzurufen. Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank. Es war super spannend. Vielen Dank, dass du uns das Kältetelefon und eure Arbeit näher gebracht hast. Und auch vielen Dank, dass es euch gibt. Und danke für euer Interesse und danke für die vielen Anrufe. Dann wünsche ich dir jetzt schon ein schönes Wochenende und verabschiede mich auch von unseren Leserinnen und Lesern. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Tschüss. Ciao.